Seit 200 Jahren sind sie jetzt im britischen Exil, die sogenannten Elgin Marbles, und ein ewiger Stein des Anstoßes zwischen Griechen und Briten. Jetzt hat Premier Boris Johnson beim Besuch seines Amtskollegen Kyriakos Mitsotakis wenigstens Verständnis geäußert, dass Athen die 17 Figuren und einen Teil des Frieses wieder nach Hause zur Akropolis holen will. Aber das British Museum sei unabhängig, so sein Sprecher, und frei von politischer Einflussnahme.